So, einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Heute ein bisschen später als sonst. Mein Name ist G aus dem Krypto-Café. Wir gehen auf das Geschehen der letzten Tage kurz ein, machen eine kurze Standortbestimmung von Bitcoin, Ethereum und gehen ein paar Nachrichten durch. Ja. Legen wir direkt mal mit den Kursen los. Und zwar haben wir hier aktuell Bitcoin bei 34.000 und Ethereum bei 2.300. Ja. Wie ich vorgestern und gestern auch schon beschrieben habe, erwarte ich jetzt in diesen Tagen, also heute Morgen und Montag. Montag ist in den USA Feiertag, deswegen gehe ich davon aus, dass da wie Sonntag ähnlich wenig Volumen und wenig Bewegung geben wird. Das heißt, für die nächsten Tage gehe ich tatsächlich davon aus, dass wir uns eher seitlich bewegen, ja, in dem Bereich Bitcoin zwischen 40 und 32.000. So etwa, ja. Da, was danach kommt, müsste man gucken. Bei Ethereum ähnlich. Das heißt, der Bewegungsbereich wird relativ klein sein. Also ich erwarte weder einen großen Rutsch nach unten noch einen großen Sprung nach oben. Zugegeben, ich hab immer damit gerechnet, dass gestern war ja Freitag, ja, 28., dass der Bitcoin zum gestrigen Tag nochmal hochschießt auf 50.000, habe ich immer gesagt, ist leider nicht passiert, ja, das heißt, da lag ich natürlich auch daneben. Wie ihr seht, es gibt keinen, der euch hundertprozentig vorhersagen kann, wohin sich die Kurse bewegen, ja. Jeder, der verwendet ein bestimmtes Set an Indikatoren oder Linien, was auch immer, ja, aber letztendlich kann der Kurs, bewegt sich der Kurs immer dorthin, wo er hinbewegt, und ja, verlasst euch also auf niemand seine Vorhersagen, ja, also auch auf YouTube sehe ich Leute, die sagen, der Bitcoin wird auf 18.000 gehen in den nächsten 3-4 Wochen, es gibt andere Leute, die sagen, der Bitcoin wird in 4 Wochen, also Ende Juni, schon bei 80, 90, fast 6-stelligen Bereich stehen, ja. Ich bin eher mäßig, ja. Ich denke mal, der wird zum Sommer hin eher in Richtung Allzeithoch sich nochmal hochbewegen, weil die Nachrichten momentan eher in Richtung positiv sind und auch der Elon Musk relativ ruhig, ja, sich verhält, ist immerhin ein gutes Zeichen. Und ich gehe auch davon aus, dass durch die ganzen Abverkäufe der letzten Tage oder Wochen, dass die große Mengen an neue Investoren oder Investoren, die nicht so in der Materie drin sind, ja, also sagen die sich mit Bitcoin nicht wirklich auskennen, ja, und sondern nur spekulativ dabei sind, dass die mehr oder weniger schon alle draußen sind. Das heißt, wir haben meiner Meinung nach im Bereich 30.000 ein guter Bereich, wo, sag ich mal, große Mengen der Anleger, die noch drin sind, auch ja, sagen wir, langfristig angelegt haben. Ne? Wie ich bin auch selbst langfristig bei Bitcoin dabei. Das heißt, ich habe da jetzt nicht vor, innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahren irgendwie aufzucashen, ja, das Bitcoin. Und deswegen muss jeder für sich selbst vorher, bevor er überhaupt mit Krypto anfängt, festsetzen. Das ist das Wichtigste, ne? Wie die Planung aussieht, wie die Anlagehorizont und auch mit welchem Risiko er reingeht, ja. Das heißt, nicht einfach blind rein, nur weil alle davon reden, ja, dass man da schnelles Geld machen kann. Vor allem nicht, wenn irgendwelche YouTuber euch anbieten, ihr könnt da 1.000 bis 2.000 Dollar umsonst bekommen, wenn ihr euch jetzt, genau jetzt registriert und anfängt loszulegen, ja. Da verlieren 90% der Neuanleger, weil die, ja, sag ich mal, nicht sich mit der Materie auskennen. So. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe hier meine Liste, die habe ich euch schon öfters gezeigt. Das ist sozusagen meine Liste, wo ich gern drauf gucke, und zwar die größten Verlierer. Ja, weil insgesamt gehe ich davon aus, dass wir weiterhin einen ungebrochenen Bullenmarkt sind. Wir haben jetzt einen Rücksetzer von 50-60%, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Und ich gehe davon aus, dass der Bullenmarkt weiter intakt ist, und somit gucke ich gern auf die Verlustliste, ja, das heißt, welche von den Werten, die ich hier in der Liste habe, das sind die Werte, wo ich für bodenständig halte, wo ich auch eine gute Zukunft sehe, auch wenn wir insgesamt in einen Bärenmarkt hineinrutschen würden. Und wenn da eben ein Kurs wie Matic oder Link oder VeChain, ne, um 15% zurückgesetzt haben, ohne dass es einen großartigen Grund für gibt, sehe ich die halt als gute Kaufgelegenheit. Das seht ihr auch an meinen Trades. Ich zeige euch auch gerne meine Trades. Ich habe da jetzt nichts Besonderes. Also ich habe hier noch ein Ethereum Buy, also Kaufauftrag offen. Der steht noch offen, der bei 2.200.
würde die Position eingelöst werden. Und wie ihr anhand meiner Historie sieht, der letzten Tage, ja, ich habe einiges an Massive, Ethereum und kein Moment. So, Field. Eine Woche. Also Matic habe ich gekauft, Ethereum, Bitcoin auch und ja, seht ihr ja. Das heißt, wie ich euch auch mal sage, ich kaufe immer ein, wenn wir im Bullenmarkt sind und die Kurse nach unten rutschen. Ja, häppchenweise kaufe ich mich dann rein. Wie ihr das letztendlich macht, müsst ihr selbst bestimmen. Ja, es gibt auch andere Anlagestrategien und vor allem, wenn ihr nicht auf langfristige Anlage, das sind alles Positionen, die ich hier unten gekauft habe, das sind keine Trading-Positionen. Ja. Das sind langfristige Anlagepositionen, mittelfristige, mittel- und langfristige. Und das heißt, ich werde da an diesen Positionen in den nächsten 3 bis 6 Monaten auch nichts rühren. Ja. Und für alle, die gerne dabei traden, müsst ihr natürlich ganz anders vorgehen, müsst eine eigene Strategie entwickeln. Ja, so viel dazu. Gehen wir mal auf die News. Was haben wir? Uniswap. Das ist eine Nachricht darüber, dass Uniswap auf Arbitrum umschwenken wird, voraussichtlich. Ja, die haben eine Umfrage gestartet und die ist schon in den ersten Stunden oder innerhalb kürzester Zeit schon mit über 50% gewotet worden. Und das ist einfach Fakt, ja. Das Uniswap ist hauptsächlich auf Ethereum, ist dort gestartet und Ethereum ist ja bekanntermaßen dafür, dass alles sehr stark stockt, ja, dass Transaktionen stundenlang dauern können oder bis in Hunderte Bereich, was Gebühren angeht, gehen kann und das macht keinen Spaß, ja. Und Arbitrum ist eine Software, ist keine Blockchain so gesehen, ist aber eine Software, die auf der Ethereum Virtual Machine aufbaut. Das heißt, die ist hundertprozentig kompatibel zu der Ethereum Virtual Machine. Und die Smart Contracts, die sozusagen wie eine Bank, ne, auf Ethereum für euch spielen, die können praktisch in eine Art Paket gepackt werden und auf Arbitrum zu extrem günstigen Konditionen ausgeführt werden und auch viel schneller. Und dadurch erreicht Arbitrum eben diesen Skalierungseffekt, ja, dass man innerhalb kürzester Zeit viel mehr Transaktionen machen kann als auf Ethereum selbst und natürlich auch, dass die Gebühren extrem niedrig sind. Finde ich sehr interessanter Ansatz, ja, vor allem, dass man eben die Smart Contract ohne Veränderung 1 zu 1 dort drauf laufen lassen kann. Wie das mit der Sicherheit und weil die haben auch eigene Systeme entwickelt, wie die Sicherheit gewährleistet werden kann und auch das Tricksen abgeschreckt werden soll, müsste man beobachten. Ich finde aber insgesamt der Ansatz sehr gut und da sieht man schon, das ist auch ein erfolgreicher Chain wie Ethereum. Dadurch, dass es erfolgreich wird, ja, zu Problemen kommt, beziehungsweise an Problemen stößt, wo vorher man nicht mitrechnet, ja, und auch wenn die sich beeilen jetzt mit der Umstellung, kommen die halt nicht hinterher, ja. Das Ethereum-Chain ist halt stockevoll und da kommen dann eben diese neuen Sachen her und die werden auch schnell entwickelt und werden schnell nach oben befördert und das sehe ich halt als super gute Entwicklung insgesamt im DeFi und daran sieht man halt auch den großen Unterschied zu 2017. Ja, 2017 waren die meisten neuen Projekte, die aus dem Boden schossen, nicht weil, ne, andere Projekte Probleme hatten, ne, und Lösungen gesucht haben, sondern das waren einfach sozusagen Spekulationsprojekte, die zwar einige hatten so White Papers, ja, die irgendwas hatten, aber da gab es keine Entwicklung, da gab es nicht solche Nachrichten, ne, wie ja, diese Software ist bereit zur Anwendung und löst diese Probleme, das hattet ihr nicht. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieser Bull Run jetzt in 2021 nicht 1 zu 1 mit dem in 2017 vergleichbar ist. So, nächster Punkt. Google Cloud. Und zwar Google gibt's eine Softwarelösung, BigQuery heißt die, damit kann man Abfragen auf Datenbanken oder große Datenmengen durchführen. Ja, und da ist jetzt Polygon, das hatte ich in den letzten Videos öfters erwähnt, ist eine Level 2, Layer 2 Lösung auch für Ethereum, wo ich sehr viel drin investiert bin auch und auch sehr viel Zukunft drin sehe. Ja? Und hier sieht man eben, es gibt die Weiterentwicklung, dass die dort angebunden sind jetzt bei Google. Das heißt, für Softwareentwickler oder Entwickler von irgendwelchen Portalen, ja, die zum Beispiel Statistiken oder Analysen von Daten auf der Polygon-Blockchain durchführen wollen, ist das halt ideal, weil da braucht man nicht extra auf Polygon zu gehen, die Virtual Machine oder sowas dort zu benutzen, sondern man kann zum Beispiel einfach Google BitQuery benutzen, ja, um die Datenabfragen durchzuführen,
ist eine super Entwicklung, ja, auch vor allem für Polygon zum Beispiel, gibt es da viel weniger statistische Analyse-Tools wie auf Binance oder auf Ethereum, ja, da gibt es viel umfangreichere Seiten und auch Analyse-Seiten, wo man eben größere Datenmengen und auch speziellere Abfragen durchführen kann, die gibt es eben so in der Form noch nicht für Polygon, aber da sieht man, ne, wo Nachfrage und Bedarf da ist, gibt es auch Entwicklung. Das ist halt positiv. Was haben wir hier? Argentinien, eine große Investition, Investmentfirma, haben auch wieder in Bitcoin investiert. Wenn man hier die Artikel mal durchlest, das ist auf bitcoin.com. Es gibt in Argentinien viele Firmen, ja, die überdurchschnittlich viele im Vergleich zu USA und so, die bereits in Bitcoin investiert haben. Das ist generell in vielen Ländern so, wo die eigene Fiat-Währung eben nicht so stabil ist, ne? Und die Firmen in eine instabile Fiat-Währungsumgebung ist natürlich so, denn die Firmen ihren Vermögen, ja, auf dem Bankkonto liegen lassen haben, verlieren die praktisch an Wert, ja. Und da suchen die natürlich eine Alternative. Und da ist natürlich Krypto und vor allem Bitcoin eine ideale Lösung. Ja, das hat uns Tesla schon vorgeführt, ja, dass man erstens liquide bleiben kann. Ja, man kann schnell das zurückwandeln hin und her. Und zweitens ist natürlich dafür, dass es frei handelbar ist, viel weniger abhängig von, also nicht abhängig, sondern korreliert viel weniger mit den normalen Aktien und Häusermärkten und Bond und so weiter. Das heißt, wenn jetzt auch wenn die Währung fällt, ja, oder der Häusermarkt fällt und so weiter, ist da Bitcoin nicht direkt von betroffen. Ist eine sehr gute Entwicklung und das zeigt uns auch definitiv, dass dieser Season der Kryptowährung ganz anders ist als die vor früheren Season, ja, obwohl viele Chart-Analytiker immer die Chart von früher natürlich heranziehen, ja, und sagen, ja, hier befinden wir uns jetzt vergleichbar zu 2017, diese Phasen. Klar, die Charts haben Ähnlichkeiten, was die Bewegung angeht, ja, aber deswegen sage ich, für mich persönlich nehme ich zwar nicht die Charts, um für mich festzustellen, wo wir uns aktuell befinden, ob wir uns im Bullenmarkt sind oder Bärenmarkt, weil die Charts benutze ich letztendlich nur dafür, um praktisch Einkaufspunkte oder Verkaufspunkte zu definieren. Ja. Das große Bild, da hole ich mir eben die Hintergrundinformationen aus den Nachrichten, aus den Bewegungen und Entwicklungen der Märkte und der Software und der Blockchains. Und das finde ich für mich persönlich als eine bessere Lösung, ja, als nur auf den Chart zu schauen, um zu sagen, ja, ich bin jetzt im Bullenmarkt oder im Bärenmarkt. Nächster Punkt. Das ist ein sehr umfangreicher Artikel von einem Chinesen, der im Ausland lebt, ja, und ich finde ihn sehr gut geschrieben. Auch wenn ich mit seiner Meinung nicht hundertprozentig übereinstimme, finde ich diese differenzierte Betrachtung der Entwicklung in China, was Krypto und Bitcoin vor allem angeht, finde ich sehr gut aufbereitet. Falls ihr nicht Englisch lesen wollt oder könnt ihr problemlos mit Google Chrome zum Beispiel einfach die Seite auf Deutsch übersetzen, ja, klicken und dann habt ihr das Ganze auf Deutsch. Ja. Der sagt mehr oder weniger, es gibt drei möglichen Wege, wie sich die Chinesen bezüglich Krypto entwickeln könnten. Ja, die erste wäre halt, Krypto komplett zu verbannen. Ja, und da weiß auch die Regierung, dass VPN, man theoretisch mit VPN aus China rauskäme und außerhalb von China ganz normal handeln könnte. Aber ich kann euch das aus Erfahrung sagen, ja, diese chinesische Firewall, also die große Mauer, wie man so schön sagt, ja, im Internet, die ist sehr gut gebaut. Das heißt, wenn du tatsächlich Staatsbürger in China bist, hast du extrem, extrem Schwierigkeiten, um an eine funktionierende VPN zu kommen. Ist ganz anders, weil, ne, wenn ich nach China reise, habe ich auf meinem Laptop schon VPN installiert und kann dann problemlos einfach aus China rauswählen. Aber wenn du chinesische Staatsbürger bist und noch nie im Ausland warst, ja, oder zumindest in letzter Zeit und auf deinem Rechner kein VPN installiert hast, sind praktisch alle VPN, die du innerhalb China runterladen kannst, 95% davon funktionieren nicht einfach. Ja. Die werden automatisch geblockt. Das heißt, theoretisch könnten die das tatsächlich mehr oder weniger durchführen, dass die komplett das Krypto in China verbannen, ja, inklusive das Mining. Aber da hat er auch selbst gesagt, ja, dass die Chinesen, also die Regierung, die werden wohl nicht so
hart oder extrem damit umgehen, weil die sich natürlich auch selbst theoretisch damit schaden könnten. Deswegen gehe ich davon aus, dass 20% ist. Ich gehe eher davon aus, dass die Chance für hierfür eher bei 10 oder unter 10% liegt. Ja. So, der zweite Punkt, Lei Sheng Da, Yu Dian Xiao, ist gemeint, ja, also der Donner, der, ne, der grollt stark und die Regentropfen, die runterkommen, sind eher klein. Ja. Da tendiere ich auch eher hin. Der meint, die werden vermutlich, ne, so wie jetzt, weitere News veröffentlichen oder sozusagen in die Welt schreien, ja, Krypto, wir mögen kein Krypto, wir werden Krypto verbannen und so weiter, aber es ist auch immer eine Sache der Umsetzung. Ja? Das heißt, wenn jetzt nicht die Polizei von Tür zu Tür schicken, ne, oder alle, die ein bisschen mehr Strom verbrauchen, durchsuchen und einfach weiterhin laufen lassen, ja, sozusagen in die Provinzen delegieren, ja, die Pflichten der Überwachung und so weiter, wird da auch vermutlich wenig geschehen, ja, weil natürlich sind die Provinzen, die wollen ja auch Geld verdienen, und wenn die Bitcoin-Miner, die da sitzen, ne, große Mengen an Geld abgeben, dadurch, dass der überflüssige Strom bei denen günstig abgenommen wird, ja, werden die Provinzen nicht darauf verzichten. Ne? Der sieht aber 40%, ich sehe hier eher die Wahrscheinlichkeit so bei 60% oder 70%. Ja? Das sehe ich tatsächlich als sehr wahrscheinlich. Und die dritte Möglichkeit, die er hier sieht, ist, dass eine langsame sozusagen Verbot durchgeführt wird. Ja? Das heißt, schrittweise wird eben der Handel oder der Kauf oder der Zugang zum Krypto schwergängiger gemacht, ja, und mit mehr Hürden, mit mehr Registrierungsaufwand und so weiter und so fort, und auch das Mining mit mehr Auflagen und Registrierung und so weiter. Und er sieht hier eher 50%, also ne, fast zur Hälfte die Wahrscheinlichkeit. Ich gehe davon aus, also meine persönliche Meinung, ja, könnte tatsächlich sein, vor allem weil China ja eigene digitale Währung schon am Vorbereiten ist, ja, dass die dahingehend das auch ein bisschen Schritt für Schritt, ja, reduzieren werden. Ja, meiner Meinung nach 20-30% für diese, also ein Drittel der Wahrscheinlichkeit vermutlich. Ja. Ist ein interessanter Artikel, finde ich sehr gut. Ja, kann ich euch empfehlen. Werde ich euch unten verlinken. So, vorletzte Nachricht. BurgerSwap. Nichts Schönes, leider. Wieder auf Binance Smart Chain ein Projekt gehackt worden. Was heißt gehackt? Gehackt wäre ja, wenn jemand hinkommt, ne, und den Code knackt oder beschädigt oder, ne, und sich da hinein schleicht, ja, also sozusagen durch die Software und durch Unregelmäßigkeiten, ne, das Geld rauszieht. Aber diese ganzen Flash-Loan-Geschichte, ja, das ist so uralt, ja. Das heißt uralt. Also im DeFi-Bereich ist das uralt, ja, weil bei DeFi-Projekt ist praktisch jede Woche, ja, ein neues Zeitalter. Ne? Das seht ihr anhand dessen, wie viele neue Projekte dazukommen. Und das ist halt schade, ja, weil Binance Smart Chain ist, finde ich persönlich, eine sehr schöne Plattform, ist schnell, ja, ist teilweise zentralisiert, ja, aber dafür bietet auch Binance selbst sehr viele Versicherungen, ja, die ihr bei Ethereum, weder bei Ethereum noch bei Bitcoin und so weiter bekommt. Ja, diese Absicherung bei Binance zum Beispiel. Klar, wenn ihr auf die Chain selbst geht, wie auf PancakeSwap und so weiter, habt ihr keine Versicherung, ja. Und da seid ihr komplett auf euch selbst gestellt, genauso wie bei BurgerSwap, ne. Das heißt, die dort jetzt angelegt haben, BurgerSwap ist ein relativ kleines Projekt gewesen, aber hätte theoretisch Zukunft gehabt, ja. Aber wurde jetzt eben wieder durch diese Flash-Loan-Attack angegriffen und insgesamt den Wert von 7,2 Millionen abgezwackt, und dadurch sind die eben komplett abgestürzt, ja. Und das Problem ist halt, diese Softwarefehler, die sind ja nicht seit gestern erst bekannt, ne? Aber diese Lücken in der Software, das ist ja alles Software, ne, die auf den Chain laufen, die gibt es schon seit fast einem Jahr, ja, dieses Flash-Loan-Problem. Und alle größeren Projekte, also PancakeSwap zum Beispiel, aber auch PancakeBunny, leider auch erst nach einem Flash-Loan-Attack stattgefunden hat, sind auf Chainlink umgestiegen. Chainlink ist ein besseres Oracle als die normalen, und durch diese Nutzung von Chainlink Oracle vermeidet man eben diese Flash-Loan, kann man eben vermeiden. Ja. Aber kleine Projekte, natürlich wird es auch Zugangskosten geben, wo wahrscheinlich kleine Projekte sich eben nicht damit decken können oder wollen. Ja.
Und dann passiert halt sowas, ne? Es ist ein schlechtes Image für Binance Smart Chain, weil viele vergleichen eben Binance Smart Chain wie ein unreguliertes Spielfeld, wo eben viele Shitcoin hinkommen und nur um die Leute, um ihr Geld zu bringen, ja. Ist schade um die ernsten Projekte, die tatsächlich auch wachsen wollen und auf diese Binance, diese Schnelligkeit und der günstigen Fee-Struktur auch möglichst viele Leute anziehen können, ja, könnten. Wenn nicht immer diese schlechten Nachrichten wären. Ja. Ich bin trotzdem noch stark auf der Binance Smart Chain investiert. Da habe ich ja auch in den letzten Videos schon erwähnt und auch habe ich auch selbst schon 2-3 Angriffe erlebt, wo ich auch dabei Investitionen verloren habe. Aber dadurch, dass ich eben meine Investitionen immer sehr stark streue auf viele unterschiedliche Projekte und auf unterschiedliche Werte, war jedes Mal der Schaden, den ich erlitten habe, nicht so groß. Und das kann ich euch auch jedem nur empfehlen, ja, der bereit ist, zum Beispiel auf die Blockchain selbst zu gehen und dort zu investieren. Die Gefahr ist da, ja, dass auf dem Projekt, wo ihr investiert seid, was passiert. Deswegen nach Möglichkeit immer streuen, Risiko streuen und auch natürlich die Seite auf unterschiedliche Seiten investieren nach Möglichkeit. Das ist meine Empfehlung, ja. So, letzte Nachricht, Iran verbannt Bitcoin Mining, ja, ohne weiteres ab sofort bis zum September 22. Grund ist einfach, dass die einen Mangel an Strom haben, das heißt, die haben nicht genügend Strom, um alle gleichzeitig zu versorgen, ja, und auch um die Kühlung, vor allem zum Beispiel für die Impfstoffe und so weiter, haben die Probleme. Und da in der letzten Zeit durch diese ganzen Stay Home und so weiter viele Leute auch privat illegal auf Bitcoin Mining umgestiegen sind, um ein bisschen, ne, dazu zu verdienen, haben die halt diese Probleme der großen Ausfälle, Stromausfälle, ja. Ich finde, es ist kein richtiger Schritt, ja. Ich meine, der ideale Schritt wäre natürlich einfach zu sagen, okay, ihr dürft jetzt alle machen, ja, dafür müsst ihr alle anmelden und zahlt dafür, keine Ahnung, 10% pauschal die Steuer, ja. Wäre eine viel bessere Lösung, weil durch das, was man an Steuer einnimmt, ja, kann man natürlich neue Kraftwerke bauen und so weiter und so fort, ja. Statt zu sagen, ja, okay, jetzt ist es verbannt, ja, jetzt darf keiner mehr meinen, aber, ne, wie willst du das machen? Musst du jeden einzelnen kontrollieren, jede Firma, ne, der Strom verbraucht, ob die Rechner, die da alle hinten stehen, auch tatsächlich für keine Serverzwecken oder fürs Mining benutzt wird, ist halt ein Riesenaufwand, aber naja, die Staaten, die sind ja auch nicht dumm, das heißt, was die dahinter tatsächlich für langfristige, ja, Planung haben oder Pläne haben, weiß man halt nicht, ne? Aber ich sehe das jetzt nicht wirklich als schlechte Nachricht für weder für Bitcoin noch für andere, weil in westlichen Ländern oder USA oder so, da geht die Entwicklung in die richtige Richtung, dass es eben mehr in die Breite geht, ja, und mehr Institutionen dazu kommen und ja. Insgesamt so viel zum heutigen Thema. Bitcoin, Ethereum, wie gesagt, weiterhin auf Seitwärtskurs, meiner Meinung nach. Wenn Bitcoin tatsächlich außer Plan, sagen wir mal, runterknallen sollte durch die 30.000er Grenze. Ja, ich habe bei 30.000 meine letzte Linie gezeichnet. Alles darunter geht halt tatsächlich in Richtung 21.000 und sage ich mal, in unwahrscheinlichen Fall, dass er dahin zieht. Ich habe eine Cash-Position bereitgelegt, ja, und wird dann bei 20, also wenn er knapp über 20 ist, eben alles in Bitcoin stecken, weil meiner Meinung nach werdet ihr in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nie wieder so gute Kurse bekommen. Theoretisch. Meine Meinung. Ja? Bitte nicht auf meinen Hinweise oder Ratschläge oder Meinung hin handeln. Immer eigene Nachforschungen betreiben und eigene Entscheidungen treffen. Das ist das Wichtigste. Mein Name ist G aus dem Crypto Café. Bis zum Morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstagabend. Ja, und ciao, ciao.